Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe eine Biene im Gepäck, denn es wird Nacht und wir werden schlafen müssen. Du brauchst ein Feuer in der Nähe. Ach, Mann. Ich brauche ein bisschen Holz. So. So. Und so. Heute werden wir den einen Bienenstock noch bauen. Die Portale werde ich setzen, damit ich easy peasy alles abfarmen kann an Kupfer. Weil das ist jetzt wohl das Haupterz, was wir definitiv benötigen, ne? Wir gucken mal ganz kurz. Jo, das können wir schon mal setzen, ne? Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Wow. Du brauchst eine Werkbank in der Nähe, sonst kannst du das nicht bauen. Jetzt habe ich wieder kein Holz. Danke dafür. Und ich gehe immer noch an das falsche Ding ran. Läuft bei mir. So, dann kommt jetzt der letzte Bienenstock. So, das können wir wieder wegmachen. Was brauchen wir denn dafür? Oh. Den Schmiedetisch. Ob das denn ausreicht, wenn ich mir das hier reinsetze? Jetzt mal von der Werkbank abgesehen. Ich würde nämlich gerne die Fässer hier drin haben. Oh, da liegt noch ein Kupfer rum. Was brauchte ich jetzt? Ich wollte erst mal ein Fass machen. 10 Harz, 5 Bronze und 30 Edelholz. Bronzetechnisch sieht's aber schlecht aus. Ja, wir kriegen die 5 sogar noch zusammen. Nice. Das da rein. Das bitte einmal raus. So, dann brauchten wir Harz. Und unser schönes Holz. Ist das ein Riesenfass. Holy shit. Aber ich glaube, ich kann das sogar wirklich in die Base reinbauen. Oh, das wäre nice. Oh, nice. Fermentierer, Gegenstand hinzufügen. Aber was? Ich glaube, das war der Honig. Den haben wir hier. Nein. Hä? Das da vielleicht? Auch nicht. Das da vielleicht. Auch nicht. Ich bin ehrlich, ich bin gerade etwas überfragt. Was kann man denn zum Fermentieren nehmen? Wir versuchen es mal damit. Auch nicht. Das hier vielleicht oder Knochen.
Nein! Ich bin da jetzt etwas überfragt. Steht denn irgendwas dabei? Einfach nur Fermentierer. Das ist natürlich nicht gut. Das ist der Amboss. Schmiede-Kühlvorrichtung. Die müssen wir natürlich auch noch machen. Das ist wieder eine Schmiedeverbesserung. Und den Kessel. Oh, den können wir sogar machen. Oh, den machen wir uns. Ich hoffe, das reicht noch aus. Sonst muss ich mir hier drinnen noch eine Schmiede hinbauen. Ho, gerade so. Oh, da. Bären... Marmelade? Was? Ich kann Marmelade herstellen. Okay. Nee, das da. Feuer ist natürlich wieder keins an. Das heißt, wir müssten dort jetzt eigentlich den Honig reinmachen können. So. Tatsache. Oh. Warte, was? Den können wir noch upgraden? Irgendwann mal? Cool. Metmischung, Giftwiderstand, geringe Ausdauer, gesund, Metmischung lecker, muss ferment... Ach, dafür ist das! Ah, köstlich-klassische Mischung aus Himbeeren und Blaubeeren. Okay, also wenn wir das herstellen... Dann machen wir doch gleich mal 5 Stück. Wir haben ja alles, was wir brauchen, ne? Und das muss dann nochmal fermentiert werden. Okay. 1, 2, 3, 4 und 5. So, das hauen wir jetzt mal hier rein. Wie viel hat er reingehauen? Eine. Ja gut, reicht der erste mal aus. Da weiß ich noch, was auf mich zukommt. Wir müssen Bärenbüsche anpflanzen und das ohne Ende. Das kommt dahin. Das behalten wir erst mal alles. Kriege ich hier Schaden, wenn ich rangehe? Nein. Und woran erkenne ich, dass das fertig ist? Egal. Wir brauchen aber noch so ein wunderschönes Edelholz für die Portale. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. Da hinten sehe ich schon ein weißes Bäumchen. Wart jetzt definitiv. Was willst du? One-Hit. Ja, wir können sie endlich fällen, die Birken. Schön ruhig, Bäumchen. Ja, edel, aber auch so wenig Edelholz, ernsthaft? Ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Geh weg. Also werden wir hier wohl eine große Baumzucht aufmachen müssen. Da ist der nächste. Wie viel haben wir denn jetzt? 8 gerade mal aus einem Baum.
Den werde ich dann fällen. Den Spaß gönne ich mir dann. Baum? Was machst du hier? Okay, das wollte ich so jetzt eigentlich nicht. Aber gut. Kann ich wieder ein bisschen Kohle herstellen. Na, komm her. Du Knöch. Auch noch einer. Na, komm. Aber mit der Axt geht das so einfach jetzt. Das gefällt mir. So, wir brauchen aber leider 20 Edelholz. Das heißt, es muss noch einer fallen. Und das ist der hier. Habe ich überhaupt irgendeinen Samen? Ja, da haben wir Samen eingesammelt. Oh, jetzt ist das Gebüsch weg. Warum ich mich jetzt so erschrocken habe, ja, man kriegt Schaden, wenn man von den Bäumen getroffen wird. Alter, was ist denn hier los? Da kommt der nächste, Grau-Dingsling-Zwerg. Holy shit! Haben die sich bei mir jetzt hier ein Nest gebaut? Ach hier, ich wollte ja den hier mal testen, ne? Geil! Hui, das Ding gefällt mir jetzt schon. Wenn alle Tierchen so weit wegfliegen, dann ist das Spiel ja easy durchgespielt. So, wir gucken mal jetzt hier rein. Bist du fertig? Nein. Aber so macht Holzfarm auch Spaß, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe einen Vogel getötet. Gehört dazu. Ich brauche jetzt... oh, warte. Hier haben wir ja auch nochmal was. Wächterstein. Hui, den könnten wir ja auch irgendwann mal bauen. Aber ich will erstmal ein Portal bauen. Und zwar brauche ich noch 10 Augen und 2 von den roten Steinchen, die hatte ich hier. Zehn Augen, dann nehmen wir gleich die alle mit. Wo bauen wir das Portal am besten hin? Wo bauen wir es hin? Wo bauen wir es hin? Ich habe keinen Plan. Wir bauen es hier vors Grünzeug. Ich brauche eine Werkbank in der Nähe. Wer hätte das gedacht? So, Werkbank braucht nur 10 Holz. So, lassen wir dich dort auch gleich stehen. So, Portal steht. Sei gegrüßt, Krieger. Portale eignen sich perfekt, um schnell große der Teile... der Welt zu überbrücken. Natürlich musst du auch dafür sorgen, dass an deinen Ausgangspunkt ein Portal errichtet wurde. Gib dann beiden Portalen dieselbe Kennung, um sie miteinander zu verbinden. Ach du Scheiße, das heißt, ich muss mir Zehntausende von den Dingern bauen? Weil das soll ja mit dem verbunden werden. Moment, ich kann die ja wieder abreißen. Haha! Yo! Alles klar, Tschüssikowski, Hagen, wie auch immer. Nein, ich kann die nicht mehr abreißen. Oh, doch. Ups. Ja, da haben wir das schon mal, würde ich sagen.
Und wir hatten hier noch das da. Umgebung mit magischen Siegel, das andere Spieler daran hindert, Gebäude zu errichten oder Türe zu öffnen. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber das sieht schön aus, deswegen werden wir uns das doch mal bauen. Ich habe... Ja, gut. Fürs nächste Portal dann haben wir hier auch noch was. Das Portal braucht dann... Edelholz, 20 und 10 Augen. Die Augen haben wir ganz schnell zusammen. So. Das Edelholz haben wir nicht so schnell zusammen. Aber wir haben alles für das da. Ach komm, den setzen wir mal hier hin, weil der so schön aussieht. Hallo Hugen. Der Wächterstein verströmt eine magische Aura, die andere Wikinger am Errichten von Gebäuden hindert. Außerdem verschließt er alle Türen in seinem Einflussbereich. Cool. Du kannst wieder gehen, Hugen. Aktiviert. Okay, beide Gebäude sind auf jeden Fall schon mal safe vor anderen Spielern, die noch nicht aktiv mitspielen. Ja. Ja. Fertig? Nö. Alter, das nimmt... Eine Schüssel nimmt ein Gewicht weg. Ernsthaft? Holy shit. Das und das. So, den Hammer müssen wir jetzt mitnehmen. Den Pflug lassen wir mal hier. Genauso wie den Hammer. Da kommt dort die Picke hin. Ja. Und ich muss los das Portal errichten. Das heißt, wir sehen uns wieder, wenn ich hier unten im Dunkelwald bin, weil dann sind wir auch direkt schon beim Uralten. Und bis gleich nach dem kurzen Cut. Willkommen zurück nach dem kurzen Cut. Für euch waren es jetzt nur ein paar Sekunden, für mich waren es leider mehrere Minuten. Weil Windoof, und ich sage mit Absicht Windoof, sich dachte, ja... Wir lassen die Prozesse nicht mehr reagieren, machen Update, laden das Update runter, installieren das und wollen einen Neustart mit dem PC machen. Wobei ich eigentlich vor 2 Tagen erst eingestellt habe, dass das Update 7 Tage aussetzen tut. Ja, danke Windoof dafür und ja, mir ist total die Lust am Zocken gerade vergangen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier noch weiter. Zumindest den Rest der Aufnahme. Und wir sind auf jeden Fall da, wo wir hin wollen. Wir haben hier unsere ganzen Kupfererze und da kommen auch schon die Gegners. Was waren das hier? Hatten wir das hier oben schon geklärt? Anscheinend nicht. Haha, Tür zu. Ne. Hier waren wir tatsächlich noch nicht drinne. Läuft. Wo sind sie, die Gegners? Da. Komm her. 1, 2. Hä? Wo willst denn du hin? Hirschfell, okay. Hocker? Okay, der will nicht. Hä, was willst du jetzt? Komm her, ich bin ein bisschen angepisst wegen diesem Windows-Scheiß. Aber ich denke mal, jeder, der selber Videos aufnimmt,
kann da mitfühlen, weil das ist wirklich scheiße. Wo war es denn jetzt? Hier war das eine, was ich mir markiert habe, oder? Das war nämlich ein großes Vorkommen. Ich würde sagen, wir bauen auch direkt hier das Portal hin. Wenn jetzt hier auf die Schnelle nichts passiert. So. Ganz schnell das Portal. So, und das markieren wir uns. Uralte. Jo, sogar richtig geschrieben. Portal ist aktiv. Und jetzt, damit wir hier natürlich etwas safe sind, brauche ich Kernholz. Kernholz kriege ich aus diesen Bäumchen. Aus der Kiefer. Also, einmal Baumfällen. Denn ich möchte schon eine kleine Sicherheit haben. Nicht, dass hier gleich alles angegriffen und zerstört wird. Und, ja, ihr habt es gesehen, da gab es Damage. So, eins. Zwei. Ich möchte jetzt noch nicht verreisen, danke. Drei. Oh, mir fehlt Kernholz. Ich wollte gerade vier sagen. Wir haben ja hier noch ein bisschen was. So ist es ja nicht. Komm, fall um. Schön liegen bleiben, braves Bäumchen. Oh ja, komm, die kann auch gleich mit umfallen. Jo. Die ist gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Wow. So. Damit können wir unsere Base auf jeden Fall hier oben erst einmal safe bauen. Was heißt Base? Den kleinen Außenposten. Oder wie man es auch immer nennen mag. Wo kommt hier noch was hin? So. So. Mach mal hier noch. Und hier. Und hier machen wir die ein bisschen außerhalb. Mal einmal. Leute, mir fehlt schon wieder Kernholz. Ich will da nur noch drei so eine Spikes bauen. Mehr will ich nicht. Bleib liegen. Ich nehme den Schaden in Kauf. Nur damit ich das Holz aufhalten kann. Stopp. 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 So. Ihr seht es mit ein bisschen Lebens... Verlust kann man die Bäume auch aufhalten.
Was eigentlich nicht gut ist. Naja, komm, dich versuche ich auch noch zu holen hier. So. Hier wollte ich eins hin haben. So. Ach, scheiß Blatt. Na, komm. Du warst doch gerade. Autsch. Und ich renn selber dagegen. Läuft bei mir. So, der letzte. Und dann ist das dort da etwas safe. Das können wir im Nachhinein alles wieder abreißen, ne? So ist es nicht. Sehr schön. Liegt auf jeden Fall... Oh, ja, das liegt wunderbar. Nice. Wie gesagt, ich tue jetzt hier dann ganz in Ruhe das ganze Kupfer abfarmen, immer nach Hause bringen, durchschmelzen lassen, damit wir für die nächsten Folgen wieder was haben. Und ja, wenn es dann soweit ist, mache ich hier auch wieder alles weg, vor allem das Portal, laufe die Wege zurück. Und ja, aber jetzt wollen wir erst einmal noch ganz kurz testen. Ich habe doch noch genügend Holz. Wir bauen uns mal noch die ein oder andere Kiste hier hin. So. Da können wir später zur Not den unnötigen Mist reinmachen. Und die Animation sieht geil aus. Und ich komme natürlich hinten raus. Wie sollte es anders sein? Also stellen wir das Portal hier oben auf. Da ist es. Da sind die Runen, also müssten wir auch hier rauskommen. Uralte. Hä? Ah, jetzt. So. Inventar, alles dabei. So muss es sein. Wir haben auch wieder Holz. Alles klar. Die geht schon wieder einfach von alleine los. Es tut mir leid für die ja, diese Störgeräusche von der Alexa gerade. Das sollte eigentlich so nicht passieren. So, Steine. Das, das. Da kommt das rein. Pfeile kommen dahin. Und wir haben wieder Kiefernzapfen. Das heißt, wir können uns auch irgendwann das Holz alles bei uns zu Hause anbauen. Ich frag mich, braucht der das Fass Feuer oder irgendwas da drunter? Ich bin jetzt gerade extremst überfragt. Da werde ich mich aber mal schlau lesen. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.